So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich, besonders natürlich die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit ihren Familien, aber auch alle anderen und alle, die an dem Gottesdienst hinterher online auch teilnehmen werden. Ich sage es direkt vorweg, Online-Gottesdienst, all das, wo Konfirmandinnen und Konfirmanden hier auftreten im Gottesdienst, das wird hinterher im Online-Gottesdienst nicht zu sehen sein. Also das schneiden wir auf jeden Fall raus. Ja, und die Band begrüße ich auch ganz herzlich. Wir haben sie noch nicht gehört, aber das kommt gleich noch. Das Thema heute sind die 10 Gebote. Wer von den Erwachsenen kennt die noch? Alle? Am Anfang hat sich noch einige gemeldet. Aber wir werden in diesem Gottesdienst durch die Konfirmandinnen und Konfirmanden daran nochmal erinnert werden an die 10 Gebote und wir werden dann hinterher auch fragen, was heißt es eigentlich, mit Jesus zu leben. In den roten Liedermappen finden sich solche gelben Hefte, darin sind jetzt die ganzen Gesänge der Eingangsliturgie zu sehen und das ist nachher, wenn wir die Liturgie miteinander feiern, ganz hilfreich. Jetzt brauchen wir aber erstmal das Gesangbuch, die Nummer 452, 1 und 5, erweckt mich alle Morgen. Und die Regel ist immer, im Gottesdienst kann die Maske ausgezogen werden, aber beim Singen ziehen wir die Masken wieder an. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 23. Das ist im Gesangbuch die Nummer 710. Wir sprechen gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Danke, dass du uns hörst. Amen. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Und jetzt brauchen wir das hier. Lasst uns Gott loben. Wir beten. Lieber Herr, am Anfang dieses Gottesdienstes kommen wir zu dir, weil du unser Bruder geworden bist. Dir können wir vertrauen, weil du ein Herz für uns Menschen hast. Du bist und bleibst uns treu. Und deshalb wagen wir es, vor dir zu bedenken, wo wir vor dir und vor unseren Mitmenschen untreu geworden sind. Die Stille vor dir und die innere Ausrichtung auf dich haben wir oft nicht gesucht. Dir unseren Dank und unsere Freude zu sagen, das ist uns oft gar nicht eingefallen. Die Not anderer Menschen vor dich zu bringen, das schien uns überflüssig. Ja, und wo wir andere Menschen in Not sahen, haben wir oft und schnell weggesehen. Unwahrheit und Verleumdung kamen schnell über unsere Lippen. Wir sprechen das alles vor dir aus, weil wir mit deiner Treue rechnen und weil wir glauben, dass du Schuld vergibst. Und deshalb bitten wir dich jetzt voller Zuversicht, Herr, erbarme dich. Christus musste in allen Dingen seinen Schwestern und Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde, zu sühnen die Sünden des Volkes. Lasst uns Gott loben für seine Gnade. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir sehnen uns danach, dass du uns in diesem Gottesdienst begegnest und berührst. Höre unsere Lieder und Gebete. Rede durch dein Wort zu uns. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Ich bitte die Gemeinde, Platz zu nehmen.
Die Wüste erfrischt,
So, ganz herzlichen Dank euch Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass ihr eure Projekte hier mit uns geteilt habt und uns die Gebote gesagt habt. Im Hintergrund geht jetzt die Leinwand wieder runter und ich lese uns als Predigttext aus Markus 1, die Verse 16 bis 18. Jesus kam zum See Genezareth und ging am Ufer entlang. Dort sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde, ich glaube, wir haben ein ganz schönes Jahr miteinander gehabt. Also jedenfalls ist das so meine Wahrnehmung mit euch gewesen. Also es hat schon eine Menge Spaß gemacht. Und jetzt zum Schluss hatten wir die tolle Freizeit. Das ist sicherlich der Höhepunkt der ganzen Zeit gewesen. Wir haben vieles unternommen. Wir haben auch viel gesungen. Und das muss ich mal eben jetzt so sagen. In der vorletzten Unterrichtsstunde, da gab es Gruppenarbeit, also im Saal verteilt die Gruppen. Und eine Gruppe war dann mit ihrer Aufgabe schon fertig, das haben wir vorhin auch gehört hier. Und dann fingen die einfach an zu singen. Du hast mich noch ganz freundlich gefragt, ob ich damit ein Problem hätte und ich hatte damit auch kein Problem. Und dann habt ihr einfach die Lieder gesungen, die wir auf der Klostermühle auch gesungen haben. Ja, wir haben miteinander Kicker gespielt, das hat mir auch viel Spaß gemacht, das habt ihr gemerkt. Und wir hatten dann die Meetings, also da, wo es dann wirklich auch um den christlichen Glauben ging, die Treffen zum christlichen Glauben. Und Kern der ganzen Sache, oder das Ganze lief ja darauf hinaus, dass dann am Samstagabend gesagt wurde, fang doch jetzt selber an, als Christ, als Christin zu leben. Und viele haben gesagt, ja, das möchte ich auch gerne tun. In dem Predigttext, den ich uns gerade vorgelesen habe, fangen auch zwei an, mit Jesus zu leben, Petrus und Andreas. Und sie beginnen, Jesus zu folgen. Also in den alten Übersetzungen, Martin Luther oder so, steht immer dann, folgt mir nach. Und ich habe überlegt, was das eigentlich für Petrus und Andreas bedeutet hat. Und da kann man aus dem Neuen Testament kann man eine ganze Menge erfahren. Ganz einfach bedeutet es, Jesus zu folgen, dass die Leute von da an mit Jesus leben, dass sie in einer Beziehung mit Jesus leben. Das bedeutet weiter, dass sie Jesus immer zuhören und auch mit Jesus reden. Und dann leben sie in einer Gemeinschaft von anderen Menschen, die auch Jesus folgen. Und sie bekommen bestimmte Aufgaben gestellt von Jesus, zum Beispiel eben, werdet Menschenfischer. Ich lese hier nochmal eine Erklärung dazu. Gemeint ist, früher habt ihr Fische gefangen. Ab heute sollt ihr euch dafür einsetzen, dass Menschen zu Gott finden. Also die kriegen so Aufgaben von Jesus. Und das Letzte, was auch noch interessant ist, die machen viele Fehler und erleben, wie Jesus dann mit ihnen umgeht. Nämlich, dass er sie nicht verurteilt, also die machen schon herbe Fehler, sondern dass er verzeiht und ihnen immer wieder eine neue Chance gibt. Ich will jetzt 5 kurze Punkte ansprechen, wie es heute sein kann, Jesus zu folgen, in einer Beziehung mit Jesus zu leben. Erstens, hört Jesus zu. Ich habe euch ganz am Anfang des Unterrichtsjahres, das war im Mai oder Juni, als wir über die Bibel gesprochen haben, gesagt, mir geht es darum, dass ihr selber anfangt, in der Bibel zu lesen. Und vielleicht fangt ihr mit einem der Evangelien an, also da, wo die Geschichten von Jesus auch wirklich drinstehen. Nicht? Ihr wisst noch, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ne? Und ihr wisst jetzt auch, wie ihr es in der Bibel finden könnt. Tut das regelmäßig, kleine Abschnitte lesen und fragt, was kann ich da lernen über Gott, über Jesus? Was kann ich da lernen, wie die Bibel uns Menschen sieht? Hört wirklich zu. Fangt an, im Alltag zu fragen, was würde Jesus tun? Das ist, also ihr habt dieses eingeheimte Experiment ja gemacht, das ist wirklich eine Frage, die uns durch unser Leben begleiten kann. Und hört dann genau hin. Zweitens, redet mit Jesus. Jede Beziehung lebt ja davon, dass man miteinander redet. Also Beziehungen zu euren Freundinnen und Freunden, Beziehungen in der Familie. Man redet miteinander und das muss man auch regelmäßig tun. So ist es auch mit der Beziehung zu Jesus. Redet mit Jesus über alles. Also das, was euch Sorgen macht, was euch Angst macht, was euch ärgert. Man kann es ihm sagen, er hält es aus, ihr könnt ihn bitten, ihr könnt ihn um gute Gedanken beten.
und sagt ihm, was euch Spaß macht, was schön ist in eurem Leben, was euch freut, was gut ist. Und sagt dann Danke dafür. Und sagt Gott und Jesus manchmal auch, dass ihr ihn klasse findet und warum ihr ihn klasse findet. Drittens, verbringt Zeit mit anderen Christinnen und Christen. Also sucht Gemeinschaft immer wieder mit anderen, die auch Jesus folgen. Jukea zum Beispiel, also samstagsabends Jugendkeller. Ihr habt die Lea, die das ja mitleitet, jetzt bei der Freizeit auch kennengelernt. Und jeden Samstag 18 Uhr einfach mit dabei sein. Und überlegt mit anderen gemeinsam, was würde Jesus tun. Jugendgottesdienste gibt es immer wieder, samstagsabends in unregelmäßigen Abständen hier in der Kirche. Und die Andrea Vogt wird nachher bei den Bekanntmachungen, ich weiß gar nicht, ist aber da, ja okay, gut. wird nachher bei den Bekanntmachungen auch noch ein interessantes Projekt vorstellen, wo es um Gemeinschaft geht. Viertens, sucht eure Gaben und Aufgaben. Jesus hat jedem und jeder von euch Gaben, Fähigkeiten, Stärken gegeben. Wirklich jedem und jeder. Und findet heraus, was das bei euch ist. Es ist oft nicht ganz so einfach, das herauszufinden, da muss man sich Zeit nehmen. Aber zu sagen, ich kann nichts, das ist wirklich falsch. Das stimmt einfach nicht. Setzt eure Gaben und Fähigkeiten für Gott und für andere Menschen ein. Ich sage mal zwei Beispiele. Also hier in der Kirchengemeinde werden immer wieder Menschen gesucht, die sich engagieren im Konfi-Team im nächsten Jahr oder auch in der Band oder im Kindergottesdienst, der heute wieder startet. Und andere Leute aus der Gemeinde, die haben jetzt irgendwie ihr Herz entdeckt für die Menschen in der Ukraine und haben dann mit Leuten aus dem Kirchspiel, die jetzt auch mit der Kirchengemeinde jetzt gar nicht so verbunden sind, müssen sie auch nicht sein, einen Hilfstransport organisiert, der ist am Freitag, Samstag in Krakau angekommen und sie bringen jetzt einige geflüchtete Menschen mit, die hier auch Wohnung finden werden, die werden dann heute Abend ankommen. Da haben Menschen Begabungen auch zu organisieren, auch Mut zu haben und so voranzugehen und die setzen das für Gott und für die Menschen ein. Seid aufmerksam und findet heraus, was eure Aufgaben sind und eure Gaben sind. Fünftens, macht Fehler. Macht Fehler. Also die meisten wollen ja Fehler vermeiden. Nicht? In der Schule wird es uns ja ausgetrieben, Fehler zu machen. Nicht? Also da irgendwie Fehler ist dann schon irgendwie, hast am Ende 4- oder 1- nur, keine Ahnung. Auf jeden Fall Fehler machen ist in der Schule Käse. Aber denkt daran, wir Menschen machen Fehler. Fehler sind wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir lernen können aus den Fehlern. Auch wenn wir Jesus folgen wollen, machen wir immer wieder Fehler. Alle. Also zum Beispiel irgendwie, du denkst dann irgendwie an das Gebot, ja, Jesus, Eltern lieben, nicht? Und dann nett sein zu den Eltern und paf, merkst du, bist du wieder in den dollsten Streit irgendwie mit Papa oder Mama hineingeraten, ohne dass du es wolltest, du ärgerst dich hinterher drüber. Okay, ist ein Fehler gewesen, macht Fehler. Oder du nimmst dir vor, jeden Morgen zu beten und dann guckst du aber jeden Morgen eigentlich auf dein Handy und guckst, wer dir geschrieben hat und wups, da ist dann aus mit dem Beten, ne? Jo, so geht's, ist normal. Sprecht einfach mit Jesus über eure Fehler und sagt es ihm. Du kannst ihm einfach sagen, es tut mir leid. Und du merkst dann, seine Liebe und seine Treue zu dir ist unzerstörbar. Unzerstörbar. Und so könnt ihr immer wieder neu beginnen, Jesus zu folgen. Also folgt Jesus, probiert es selber aus, macht eure eigenen Erfahrungen damit. Lasst euch nicht nur von anderen etwas erzählen. Und vergesst nicht, dass das Wichtigste ist, Gott zu lieben und eure Mitmenschen, wie euch selbst auch. Amen. Jetzt singen wir aus dem Gesangbuch, aus der 288, 1-3, nun jauchzt dem Herrn alle Welt.
Wir danken für die Kollekten vom letzten Sonntag, für die Ukraine-Hilfe von OM, also Operation Mercy. Die Organisation, wo Andrea tätig ist, wurden gesammelt 242,63 Euro und für Hilfen für evangelische Minderheitskirchen 55,77 Euro. Am Ausgang stehen zwei Körbchen. Auf dem einen Körbchen steht Ukraine-Hilfe. Wir sammeln weiter für die Ukraine-Hilfe von OM. Und auf dem anderen Körbchen steht einfach Ausgangskollekte. Das sind Projekte der Diakonie, wo junge Menschen Demokratie einüben können. Und das ist in unserer Zeit etwas ganz Wesentliches. Nach dem Gottesdienst sind alle noch eingeladen, draußen zu stehen, vor der Kirche. Stehkaffee gibt's. Und wer die Kannen anfasst, ist immer so Handdesinfektion da. Bitte vorher Hände desinfizieren. Oder ihr schenkt euch gegenseitig ein. Das geht natürlich auch. Und im Saal des Gemeindehauses ist jetzt noch für einige Zeit eine Ausstellung der Bücherei. Da gibt es ein großes Angebot an Hörbüchern oder an anderen Büchern. Die können einfach gegen Spende mitgenommen werden. Heute um 17 Uhr ist Friedensgebet hier in der Kirche. Am Mittwoch 17.30 Uhr Passionsandacht und am kommenden Sonntag wieder 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen. Dann soll noch angesagt werden, in diesem Jahr gibt es leider keinen Osterspaziergang, Osterandacht, Osterfrühstück. Und der Jukea, also unser Jugendkeller, sucht Menschen, die mal für die Jugendlichen kochen. Die machen das bisher immer selber, es ist einfach zu viel Arbeit. Die Lea Krokowski hat eine Liste und wer sagt, weiß ich nicht, alle zwei Monate oder in welchem Abstand auch immer, koche ich mal gerne für die was, dann bitte einfach bei der Lea melden. Essen in der Jugendarbeit ist total wichtig. Bitte? Die Liste liegt aus, wahrscheinlich da vorne, wo die ganzen Schriften sind. Jetzt bitte Andrea Vogt. Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen, zu denen ich euch einladen will, beziehungsweise die da hinten auslegen. Also als erstes für euch, liebe Konfis, aber auch für alle anderen Jugendlichen, Junggebliebenen, Ü30, würde ich mal sagen. Es gibt in der Nacht... U30, genau. Aber ihr dürft auch kommen. Ich bin ja auch da. Ich bin auch schon ein bisschen älter. Also, es gibt eine Jugo-Gebetsnacht. Vom Gründonnerstag auf Karfreitag wollen wir im Gemeindehaus übernachten. Also Mini-Konfi-Freizeit, so für ein paar Stunden. Und wir wollen gemeinsam beten, gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam singen, all das Kreative machen und wie bei Jesus nachfolgen, diese Fragen, alles, was Andreas gerade in der Predigt erzählt hat, einfach mal ganz kompakt ausprobieren. Also es geht los um 19 Uhr bis zum Karfreitagmorgen Gottesdienst, da wollen wir dann gemeinsam hingehen und danach dürft ihr dann schlafen gehen. Aber ihr dürft auch Luftmatratze und Schlafsack oder Isomatte mitbringen, wer nicht durchhält, darf zwischendurch mal ein Nickerchen machen. Und es geht einfach darum, in der Ostergeschichte lesen wir, dass Jesus an diesem Abend, wo er verraten wurde, mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane geht und die bittet, mit ihm eine Stunde wach zu bleiben und zu beten. Und das schaffen die Jünger nicht. Wie wir gerade gehört haben, Fehler sind da, damit wir drüber nachdenken, was von lernen. Und so wollen wir einfach, so wie die Jünger damals, versuchen, irgendwie wach zu bleiben und zu beten und das gemeinsam auszuprobieren. Also dazu herzliche Einladung. Die Flyer liegen da vorne. Auf der Rückseite steht die Einverständniserklärung für die Minderjährigen. Also die Eltern müssen das ausfüllen. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Das ersetzt dann auch den zweiten Konfisamstag, den wir ja leider nicht mehr untergekriegt haben. So viel dazu. Dann hat gestern der Ramadan angefangen, der Fastenmonat der Muslime. Und da gibt es seit 30 Jahren so eine Gebetsinitiative, 30 Tage für die islamische Welt. Und auch da liegen zwei Hefte aus, eins für Familien, wie man auch mit Kindern für Länder, in denen Muslime leben, beten kann und eins für Erwachsene. Und da lade ich euch einfach auch ein, die mitzunehmen. Total spannend, man lernt jeden Tag was über ein Land, über eine Kultur. Heute geht es um die Marsch-Araber im Irak zum Beispiel. Und sind tolle Bilder drin und man kann für diese Länder beten. Dankeschön. Thank you.
Wenn Sie können, bitte ich Sie aufzustehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir denken an diesem Tag auch wieder zuerst an die Ukraine. Und wir wollen dich um Frieden bitten, dass das Töten und Zerstören ein Ende nimmt und dass die Friedensverhandlungen wirklich gelingen. Wir bringen vor dich die Menschen in den zerstörten Städten, die traumatisiert sind und die alles oder doch vieles verloren haben. Dass du sie immer wieder stärkst und stützt, und dass sie merken und spüren können, dass Menschen von außen an sie denken und ihnen helfen. Wir bitten dich auch für den Hilfstransport aus dem Kirchspiel Anhausen. Wir bitten dich, dass du die Menschen, die jetzt in dem Bus sitzen, wieder gut nach Hause zurückbringst. Und dass du bei den Geflüchteten bist, die ihre Heimat verlassen und in einem ganz fremden und fernen Land auch für sie neue Heimat finden müssen. Hilf, dass das gelingen kann. Und segne all die Menschen, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Und dann bitten wir für die Konfirmandinnen und Konfirmanden und für ihre Familien, dass du alle Vorbereitungen auf die Konfirmationsfeier segnest und dass es Freude macht und gut ist und mit Liebe erfüllt ist. Wir bitten dich, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden einmal ein festes und auch ehrliches Vertrauen zu dir fassen können. Schütze und bewahre die Familien. Und dann bitten wir dich für all die Angebote in unserer Kinder- und Jugendarbeit. Den Kindergottesdienst zum Beispiel, der heute wieder beginnt, aber auch die Band und den Jugendkeller, dass du all das segnest. Und wir bringen an diesem Tag auch die Menschen vor dich, die an Corona erkrankt sind. Und bitten, dass du Gesundheit schenkst, neuen Mut und neue Kraft schenkst. Und wir bitten für die Menschen, die im Gesundheitswesen so sehr engagiert sind, um die Menschen, die erkrankt sind, zu schützen und ihnen zu helfen. Schenke du ein Ende dieser Pandemie. Wir beten weiter in der Stille. Gemeinsam beten wir so, wie Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie noch stehen können, dann bleiben Sie stehen. Wir singen auf jeden Fall aus 331 den ersten Vers. Großer Gott, wir loben dich. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Thank you.